Wien ist ja bekannt für seine schönen Bälle. Ein Ball gibt es jedoch, wo die Männer genauso geschmückt sind wie die Frauen. Sie fragen sich jetzt bestimmt, welcher das ist. Der Offiziersball gehört mit Sicherheit zu den festlichsten Bällen Wiens. Alles, was Rang und Namen hat, trifft sich zu einem wunderschönen Abend in der Wiener Hofburg, um das Tanzbein zu schwingen. Was ist das Schöne an einem Offiziersball? Ja, der Offiziersball ist jener Ball in Österreich, der beliebteste ist, würde ich sagen. 4000 Menschen, die sich hier amüsieren, hoffentlich zumindest amüsieren. Und natürlich ist auch die Glanz der Montur ein Grund dafür, warum dieser Ball so beliebt ist. Er ist seit Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Ballszene und ja, wird sehr gerne angenommen. Prunk und Gloria wird hier besonders groß geschrieben. An Festlichkeit mangelt es hier ganz bestimmt nicht. Doch wie sieht es mit der Stimmung vor Ort aus? Also Sie gehen, nehme ich an, regelmäßig auf diesen Ball. Wie ist dieser Ball so, Offiziersball? Ist ja eine Tradition in Wien, ne? Das ist eine alte Tradition. Es ist eigentlich verpflichtend für die Offiziere in Wien, zu diesem Ball zu gehen. Es ist ein bisschen steif. Es gibt auch lockerere Bälle, muss ich sagen. Ein Kollege hat gemeint, das ist so eine steife Geschichte hier immer. Also davon kriege ich eigentlich nichts mit. Also ich weiß nicht, was der Kollege, den Sie ansprechen, unter steif meint und wo er war. Sicher nicht am Offiziersball, hier war es noch nie steif. Also Ihr Kollege hat gemeint, dass das so steif hier ist. Davon kriege ich aber nichts mit. Na, das finde ich eigentlich gar nicht. Wir haben auch sehr viel zu arbeiten. Wir sind ja auch wieder in den Medien. Wir haben auch in Zukunft viel zu tun, aber heute soll es einmal ein lockerer Abend sein. Und hier trifft sich auch Europa und es ist gerade im Sinne der internationalen Zusammenarbeit sehr gut. Wahnsinn, es sind alle so freundlich, sie lächeln mich jetzt schon an. Dabei hat ein Kollege vor einer halben Stunde noch gesagt, es ist etwas steif hier. Das glaube ich überhaupt nicht. Es gibt ja keinen Grund für steif sein. Der steht noch immer da oben. Ich sollte jetzt einmal schauen, wie es ihm geht, oder? Sag einmal, möchtest du ein Würstel oder was zum Lesen oder so? Okay, abgesehen von diesem jungen Herrn ist hier so ganz und gar nichts steif. Genauso sehen das auch die internationalen Gäste. So what do you think? Do you like it? Well, here? This are you bored or do you like, oh, it is, so you like it. What do you like about it? Well, I mean, it's a very unique experience. I mean, it's very old world. It, you know, it's something very unique that you really can't experience anywhere else. They're having a lot of fun today, aren't they? Yeah, they're having a good time. So do you think men in uniform sexy? Definitely. Yes, definitely. Fesch sehen die Männer auch aus in den Uniformen, ne? Ich meine, unter uns Mädels. Unter uns Mädels muss ich zugeben, ja. Mein Gott, die tun mir so leid. Alles wird gut. Der Abend ist bald vorbei. Der redet nichts mit mir, so wie der andere. Echt hartnäckig, diese Burschen. Das trifft aber auch auf die Türsteher zu, was Sänger Waterloo am eigenen Leib erfahren musste. Ich habe gehört, dass Sie das Falsche gewarnt hatten, die wollten Sie nicht reinlassen, stimmt das? Naja, es war so geplant, dass ich gesagt habe, ich komme, ich trete auf, so um 2 Uhr morgens und ich habe kein Gewand mit, ich habe gar nichts mit. Jetzt hat der Oberstleutnant gesagt, pass auf, ich suche wo ein Fliegen und dann ziehen wir irgendwo einen Kellner, ziehen wir das Sakko aus. Jetzt habe ich mir gedacht, da muss ich das dazu nehmen, dass gleich, verstehst du, das passt? Na bitte, weil, in voller Montur. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt serviere ich schon anschließend und habe sogar Trinkgeld schon gekriegt. Es ist wunderschön, oder? Du,
man muss es persönlich sehen. Man muss sagen, ich mag mir einen Spaß draus, ja. So wie ich da so, ich renne aus Köln mal an, was de, in einer der schönsten Bälle, die Österreich bieten kann. Aber ich bin stolz, dass ich da bin. Spaß ist das Stichwort. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Und deshalb prüfe ich nochmal die Lachmuskeln meiner etwas steifen Freunde. Es hat sich bewegt. Was ist das genau hier hinter uns? Das ist ein Pandur. Die Pandure sind in früheren Zeiten die Wächter der Außengrenzen des Österreichischen Kaiserreiches gewesen und sind als sehr mutig und sehr tapfer bekannt gewesen. Und das ist der Namensgeber der Fahrzeuge, die wir hier in Wien produzieren. Mit heißen Rhythmen und feurigen Tänzen wurde dann noch bis in die Morgenstunden getanzt.